So, herzlich willkommen zurück hier bei Dying Light. Wir haben gerade in der letzten Folge versucht, das Hafenviertel zu reinigen. Mitten in der Nacht, lauter Hunter unterwegs. War leider nicht sehr erfolgreich. Wir versuchen es einfach jetzt nochmal bei Tag. Mit etwas weniger Gefahren, immer noch genug. Spielmodus ist immer noch Albtraum. Wenig Kondition, wenig Schaden, schlechte Waffen. Wirkliche Survival-Herausforderung. Tagsüber sieht es hier einfach klasse aus. Geil. Da looten wir doch gerade mal noch. Wenn wir hier schon vorbeikommen. Einmal hier rein. Unten braucht jemand Hilfe da. Weg mit dir. Weiß nichts. Hier drin ein Schokoriegel. Hilf mir dem hier unten mal. Lass nicht zu, dass sie mich auch in Zombie verwandeln. Hey, du, oh. Hilf mir. Schaff mir diese untoten Viecher vom Hals. Vielleicht können wir die gerade hierher locken. Lass nicht zu, dass sie mich auch in Zombie verwandeln. Ah nein, falsch. Spoiler. Aber ich kann ihn nicht. Verdammt. Komm her. Brauchst dich nicht. Ach, okay. Fällt einem von hinten auf die Ärme. Was bin ich froh, dass du aufgetaucht bist. Gib mir was. Los. Ja, rechtzeitig. Ah ja. Haben wir hier noch drin? Und? Lass mich. Es fallen die Zombies jetzt mal. Hier noch drin. War Alkohol. So, jetzt haben wir gleich keine Ausdauer mehr, aber es hat auch nicht gereicht. So, jetzt. Gib mir Sachen, los. Loot, loot, loot. Mal einmal Loot. Stromkabel. Schrank. Schnur. So, gehen wir mal hier oben rum. Nein. Verdammt. Weiter, weiter, weiter. Gehen wir wieder unten rum. Oh, hier noch eine Giftflechte. Toxische Flechte, meine ich. Und nehmen wir auch noch mit. Und. Und ein Messer und Zigaretten. Ja.
Und da ist sie wieder. Lara. Die kleine, treibende Meerjungfrau. Meerjungfrau. Dann wollen wir hier mal das Hafenviertel säubern. Ein cooler Sprung, den kenne ich noch gar nicht. Bitte. Einmal. Dann machen wir erstmal das Tor zu. Muss das Tor schließen, bevor noch mehr von den Biestern reinkommen. Jawohl. Schafft. Sehr geil. Irgendwie waren es jetzt weniger als in der Nacht. So hätte ich es auch nachts geschafft. Hey, ist da jemand drin? Psst, nicht so laut! Das lockt die Monster an! Ich habe sie beseitigt, aber verstärkt besser das Tor, ehe noch mehr auftauchen. Sie haben sie alle beseitigt? Allesamt? Reis schickt mich. Sind Sie Gerstl? Ah, Sie arbeiten für Reis. Das wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Das reicht jetzt aber. Uns bleibt sonst nichts. Firkin, tu was. Ayla, bitte. Lass mich mit dem Mann reden. Du kannst uns nicht so behandeln. Firkin wird dir die Fresse polieren. Firkin, hau ihm eins aufs Maul. Ayla, sei, ich will keinen Ärger. Aber wir haben diesen Monat schon bezahlt. Ihr nehmt uns ja völlig aus. Das ist sowas von nicht mein Problem. Reis will sein Geld. Also zahlen Sie jetzt, oder ich sehe schwarz für Sie. Und Ihre Frau. Du machst uns keine Angst. Tritt ihm in den Arsch, Firkin. Halt den Mund, Ayla. Okay. Hier. Das ist alles. Ein echter Kerl hätte ihn fertig gemacht. Ich gehe dann mal. Sie haben anscheinend größere Probleme als das Geld. Los, hau ihm auf die Fresse. Okay, Karim, ich hab bloß Kohle. Ich hasse mich dafür, aber ich hab die Kohle. Der Selbsthass legt sich hier mit. Weißt du, wie die Infizierten reingekommen sind? Klar. Ich weiß, wie sie reingekommen sind. Dieser maskierte Spinner hat den Riegel durchgesägt. Von wem redest du? Wir nennen ihn den Gasmaskenmann. Er lebt draußen und hat echt einen Schuss. Er trägt dauernd eine Gasmaske. Denkt, das würde ihn schützen. Ja, was? Ganz sicher? Doch einfach nur einen Fetisch. Eine Wache hat ihn den Riegel durchsägen sehen. Jemand sollte sich um diesen Kerl kümmern. Ja, natürlich. Machen wir doch direkt für euch, hä? So, einmal zum Gasmaskenmann. Lauf, Forrest, lauf! Komm. Arschloch. Wollte ich gerade mal ein Medpack holen? Und versaut's mir hier, die blöde Bitch. Was ist die? Was ist dein Problem, Mann? Echt. Schon wieder eins benutzen, statt eins umzuhaben, Mann. Polizeiauto, vielleicht schaffen wir das schnell. Sieht schon mal gut aus. Sehr schön. Und Berserker und ein Armeespar. Haben wir hier noch drin? Zombiehausen. Lasst mich. Lasst mich. Lasst mich. Mich auch. Ich will nichts von euch. Nur.
Einen so. Schritt weiter. Was? Shakur empfängt heute keine Besucher. Shakur. Wer keine Besucher will, sollte nicht das Schloss am Tor des Fischerdorfes sabotieren. Was? Wovon redest du? Das war nicht Shakur. Das war der Mann mit der Gasmaske. Und das bist du. Ich? Du bist verrückt. Wie kommst du auf sowas? Weil du eine Gasmaske trägst. Du wurdest hereingelegt. Der Saboteur ist ein Betrüger, der sich verkleidet hatte, um den Verdacht auf mich zu lenken. Damit du böse auf Shakur wirst. Aber Shakur weiß, wer dahinter steckt. Shakur hat ihn ohne Maske gesehen. Du hast jemanden gesehen, der aussah wie du? Shakur war hinter dem Felsen und hat ihn gesehen. Aber er hat Shakur nicht gesehen. Dann sollte Shakur mir sagen, wer es ist. Nein. Ha, diese Information ist sehr viel wert. Wenn du wissen willst, was Shakur gesehen hat, dann musst du zuerst etwas für Shakur tun. Dann sage ich es dir. Ich verhandle nicht mit dir, Shakur. Natürlich nicht. Shakur sagt, was zu tun ist und du gehorchst. Also, gehorche Shakur. Und was wünscht der mächtige Shakur? Ich war auf dem See hier in der Nähe unterwegs, als meine kostbare Tasche aus dem Boot ins Wasser gefallen ist. Sei wie ein Fisch und bring sie mir zurück. Schnell, geh schon. Dein Wunsch ist mir Befehl. Such mal nach der blöden Tasche. Ja, ein paar Punkte. Du passt alles. Die herrlichen Gewässer von Haran. Ja, der Ölfässer und dieses glasklare Wasser. Herrlich, herrlich. So, hier gehen wir runter. Warte, da ist die Tasche. Nehmen wir gleich mit und gehen zurück zu Shakul. Shakulio. Aber eigentlich könnte man ja die Zeit in diesen herrlichen Gewässern noch ein bisschen genießen. Aber so, Shakul. Ich hab deine Tasche. Warum hast du sie nicht selbst geholt? Shakur kann nicht schwimmen. So, erst die Tasche. Dann sage ich dir, wer der falsche Shakur ist. Okay. Also Shakur, was hast du gesehen? Der Betrüger schleicht sich heimlich aus dem Dorf. Ganz vorsichtig, wie ein Spion. Dann setzt er eine Maske auf. Dann schleicht er zurück zum Tor. Macht dabei aber Lärm, damit die Wachen ihn bemerken. Er zerstört das Schloss und rennt davon. Hast du ihn erkannt? Er sah wie ein Irrer aus, nicht wie Shakur. Ich meine, weißt du, wer es war? Natürlich, einer der Fischer. Derjenige, der sich als Shakur verkleidet hat. So, so. Ich kümmere mich drum. Übrigens, Shakur, was war in der Tasche? Meine Luft. Meine geliebte, saubere Luft. Jetzt kann ich wieder atmen. Luft, reine Luft. Die Luft ist ja so rein. So, weiter geht's. Suchen wir mal Doppelgänger. Wo hier das Flugzeug ankommt. Na, da. Oh. Ah, da kommen wir nicht so schnell hin. Nee. Das Paket scheißen wir. Gehen lieber direkt runter zum Fischerdorf. Und reden mal mit den Fischern. Einmal hopp. Lass mich. Lauf doch. Mann. Echt Wahnsinn. Los, lauf. Lauf, lauf, lauf. Heh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 
Voll gegen den Mast gelaufen. Explodiert. Nicht schlecht. So, weiter geht's. Einmal hier rein. Reden wir erstmal mit. Ja. Wer hat alles einen Schlüssel für das Tor? Nur ein paar. Tom, Gürsel oder Musa. Danke. Mal hier hoch und schauen uns die Wohnung an. Und. Oh, was haben wir denn da? Eine Gasmaske. Na. Fragen wir doch einfach mal, was er mit einer Gasmaske macht. Was kann ich für dich tun, Crane? Du hast das Tor sabotiert, Gürsel, und die Infizierten ins Dorf gelassen. Ich? Das war der Irre mit der Maske. Die Wache hat ihn gesehen. Aber jemand anderes hat dich gesehen. Was? Wer behauptet das? Sag's mir. Außerdem lag diese Maske in deiner Hütte. Was blieb mir anderes übrig? Das Dorf wollte kein Schutzgeld an Reis zahlen. Und er wurde ungeduldig. Deswegen hat er ja auch dich geschickt, oder? Deswegen riskierst du das Leben der Leute hier? Sie mussten erkennen, dass wir Reis Schutz brauchen. Es hat funktioniert. Warum regst du dich also so auf? Weil Musa jetzt den Gasmaskenmann erledigen will. Wo ist das Problem? Sorg dafür, dass das nicht passiert. Oder es wird bekannt, wer es wirklich war. Wir verstehen uns? Tun wir. Wir sprechen mit Musa und den Wachen. So. Mit Musa und den Wachen. Ich hab aufgeklärt. Okay, es wird gib mir Belohnung. Ärger mehr mit dem Gasmaskenmann und geben. Deutsch. Hast du ihn erledigt? Nein, das war nicht nötig. Nach seiner Aktion? Es mag dir nicht gefallen, aber Mord ist immer noch kein Kavaliersdelikt. Falls du das anders siehst, hast du ein Problem mit mir. Kein Problem, Chef. Hat mich ein bisschen aufgeregt. Ich bin sonst ganz harmlos. Chef. Danke mit oder ohne Schaf, Chef. Juhu. Aufgestiegen. Sehr geil. Was können wir Neues? Sterne herstellen. Beim Lernen sie den in ihrem Rucksack vorhandenen Raum noch effizient erlangen sie 6 zusätzliche Waffenslots. Oh. Und was haben wir noch? Kämpf. Auf Beinbrecher. Springen. Nehmen wir. Ja. Abschütteln. Sehr gut. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal eine kleine Unterbrechung. Und vielleicht könnt ihr einfach ein paar Kommentare da lassen mit einem Feedback. Vielleicht einen Daumen hoch oder sogar ein Abo. Ansonsten sehe ich euch das nächste Mal wieder in der nächsten Folge Dying Light. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.